Der Winter rückt näher und Millionen Ukrainer haben keine sichere Energieversorgung, da das Land täglich mit Stromausfällen zu kämpfen hat. EU-Kommissionschefin von der Leyen kündigte deshalb an diesem Donnerstag neue Hilfen der EU für die Energiesicherheit der Ukraine an, damit die Leute es warm haben und die Wirtschaft am Laufen gehalten werden kann. Sie kündigte außerdem einen weiteren Besuch in Kiew an diesem Freitag an. This includes 60 million euros in humanitarian aid for shelters and heaters, for example. And it includes around 100 million euros for repair works and renewables. And these 100 million euros come from the proceeds of the immobilized Russian assets in the European Union. Because it is only right that Russia pays for the destruction it caused. We know that more is needed, so we must keep transferring part of the proceeds from immobilized Russian assets to Ukraine's energy resilience. Die Hälfte der ukrainischen Energieinfrastruktur wurde zerstört und damit 9 Gigawatt der Produktionskapazität. Die EU-Kommission ist bestrebt, insgesamt 4,5 Gigawatt Leistung wiederherzustellen bzw. an die Ukraine Strom zu exportieren. Der russische Angriffskrieg hatte aber auch Auswirkungen auf die Energiepreise in der EU. In einem Brief an die Kommissionspräsidentin bat deshalb der griechische Ministerpräsident um eine europäische Lösung, um die Kriegsfolgen und die damit einhergehende Verschlechterung der Energiesituation anzugehen. We know that we have in Europe compared to the rest of the world structurally too high energy prices, and one very clear goal of the new commission but also described in the Draghi report is to lower structurally the energy prices. Von der Leyen unterstrich auch, dass für die Versorgung der EU erneuerbare Energien und Energieeffizienz eine große Rolle spielen sollten.